Moin zusammen, ich hoffe es geht euch allen gut da draußen. Die nächste Tanki ist fertig. Ich muss mal wieder selber filmen. Die Tanki Nummer 42. Wieder ein kleines Soundbeispiel. Diese Seite ist gestimmt auf Akebono. Und die andere Seite ist gestimmt auf die Stimmung isländische Zwiegesänge. So. Ja, hab noch ein, zwei Neuigkeiten. Zum einen, super Sache für alle, die gern Tanki spielen. Die Klöppel, wie schon gesagt, das macht ganz viel aus, wie sich das Ganze anhört, welche Klöppel man benutzt. Und ich habe jetzt hier dieses selbstklebende Verbandszeug, das bekommt man als im Supermarkt oder in der Apotheke. Und habe einfach den Filzklöppel, der war ja immer recht hart, habe den ein bisschen Tempo noch entwickelt und dann von diesem Zeus rundherum. Und man kann da sehr gut einfach selbst sich das Ganze quasi einstellen, wie es einem am liebsten ist. Also das ist ein super Tipp für jeden. Und ich wurde ja gefragt das letzte Mal, was habe ich denn unter der Tanki? Ganz einfache Geschichte. Einfach nur ein Deckel, der gerade so groß ist, dass wenn die Tanki draufsteht, dass die Töne rundherum noch mitschwingen können. Ist eine super Sache, muss man noch ein bisschen ausreifen. Ich baue das Ganze gerne mal noch schön aus Holz und ihr seht, ich habe hier jetzt ein Handtuch untergelegt. Mein Tisch vibriert trotzdem noch mit. Man hört dann also immer irgendwelche Töne, die eigentlich nicht hingehören. Das Ganze werde ich noch mit... mal gucken. Zeige ich euch noch aus Holz, so mit Gummipuffer unten drunter, dass einfach nichts mehr mit vibrieren kann. Aber für den Anfang ist das gar nicht schlecht, wenn man sie nicht immer auf dem Schoß holen will. Obwohl das natürlich dann auch nochmal einen anderen Klang hat, kann ich jetzt aber hier schlecht demonstrieren mit der Kamera in der einen Hand und dann die Tanki auf dem Schoß, funktioniert nicht. Ja, bei Interesse meldet euch einfach, E-Mail-Adresse steht unten drunter. Wünsche euch alles Gute. Ciao. Ah.